Der einzige Manko ist einfach dieses riesen Bedienteil. Das ist jetzt der Stecker von der Weco MS50. Weil ich doch gesehen habe, dass das Interesse an der Weco MS50 sehr hoch war. Hallo Freunde, heute geht es um den nachgerüsteten Tempomat bei mir. Erstmal vorweg, der funktioniert wirklich bombastisch. Ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass es so gut funktioniert. Der einzige Manko ist einfach dieses riesen Bedienteil. Was haben die sich dabei bloß gedacht? Naja, auf jeden Fall habe ich heute eine Lösung für euch für das Problem. Und zwar hat ein Zuschauer unter meinem Video, was ihr gerne hier oben nochmal anschauen könnt, falls ihr gar nicht wisst, wovon ich spreche, geschrieben, er hätte eine Platine für mich, damit wir den Original-Tempomat-Hebel von VW benutzen können. Das heißt, was braucht ihr heute? Ihr braucht die Platine, die der Zuschauer auch anbietet. Das heißt, guckt auf jeden Fall unten in die Infobox. Da habe ich jetzt alles mal verlinkt und alles aufgeschrieben, was ihr braucht und welche Informationen ihr braucht dafür. Und den Originalhebel von VW. Ich habe mir den jetzt günstig geschossen bei eBay halt gebraucht. Wollen wir auch mal hoffen, dass das Ganze funktioniert. Und den kriegt man auch original noch gekauft. Und dann braucht ihr natürlich noch ein bisschen Kabellage und so weiter und so fort. Aber das zeige ich euch jetzt und wünsche euch viel Spaß. Ja, ich muss zugeben, viel informiert habe ich mich nicht. Schauen wir einfach mal. Erstmal das Teil hier abreißen. Übrigens für die Leute, die ein Airbag haben, da habe ich leider keine Aktien drin. Ich habe kein Airbag und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich da drin rumfuschen würde, wenn ich ein Airbag hätte. Mist! Ich habe gerade gemerkt, dass ich keine Knarre hier habe. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir gleich umziehen. Haben wir doch mit der Rohrzange gemacht. Jetzt am besten markieren, wie das Lenkrad stand, damit ihr das nachher auch wieder gerade drauf kriegt. Und mit gewaschen habt. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Sonst musst du so lange warten. Kann ja auch nicht ächzen, ne? Nee, also warten habe ich jetzt keine Zeit, weil Video, dunkel, dies, das kriegen wir so nicht hin. Aber ich habe schon mit der Rohrpumpenzange gerade gemacht. Ich habe mir schon meine dicken Arme angespannt und dann ging das gut, ey. Jetzt haben wir hier drei Befestigungsschrauben und die müssen wir lösen. Die obere Verkleidung muss anscheinend auch noch ab, sonst kriege ich den Ring nämlich nicht ab. Eieieiei. Alter, seit wann geht sowas so leicht? Jetzt testen wir nur einmal. Ich habe die neue Platine noch nicht angebaut. Ne, und jetzt mal ohne Spaß. Das ging wirklich einfacher, als ich gedacht hätte. Jetzt schließen wir noch die neue Platine, die ich zugeschickt bekommen habe und die ihr dann auch anfordern müsst, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann sollte das Ganze eigentlich schon laufen. Gucken wir mal. Ihr werdet auch so einen kleinen Schaltplan bekommen. Das sind wirklich nur vier Drähte, die ihr anschließen müsst, also es ist wirklich nicht wild. Und an der Platine an sich ist sogar schon vorverdrahtet mit dem Originalstecker, mit diesem Vierfachstecker, dass ihr einfach sozusagen da dann den Stecker draufsteckt von der Weco MS50. So, damit ihr euch das mal ein bisschen bildlich vorstellen könnt, das ist jetzt der Stecker von der Weco MS50, der originale Stecker. Hier ist die Buchse von der Platine, die der Zuschauer gemacht hat. Und den könnt ihr dann quasi einfach hier drauf stecken. Hier vorne wird jetzt gleich noch der Lenkstockhebel angeschlossen und dann sind wir soweit eigentlich auch schon fertig und können es testen. Und einfach, weil ich schon einige Kommentare hatten, die so hießen von wegen, dass ich es irgendwie alles auswendig lerne oder ob ich irgendwie der Meister vom Himmel gefallen ist oder so. Nein, ist es nicht so. Also ich gucke jetzt zum Beispiel auch nochmal in die E-Mail rein, gucke mir den Schaltplan nochmal genau an und schließe das nach dem Schema dann auch eben an. Und hoffentlich funktioniert es dann auch. Und natürlich versuche ich in den Videos immer relativ professionell rüberzukommen. Aber ich bin genauso ein Stümper wie ihr alle. So, jetzt bauen wir das Ganze wieder zusammen und dann sollte es eigentlich passen. Ah, noch ein bisschen Isoband rum. Ihr könnt das im Vorwege auch alles nochmal testen. Und zwar habt ihr diesen Regler hier von der MS50 und da ist eine LED. Und vorher müsst ihr die auch konfiguriert haben über die LED. Und das funktioniert hier jetzt genauso. Ihr könnt die Zündung anmachen. Jetzt drücke ich Reset, dann Set und das war's eigentlich auch schon. Und auf geht's zur spannenden Testfahrt. Ich bin mal gespannt. Ja, Freunde, ist das auch schon wieder geschafft. Mensch, das ging echt super, super gut. Eine Sache bei der Testfahrt habe ich gemerkt, dass es nicht funktioniert hat. Und ich habe nämlich die Masse an der Platine vergessen. Bitte vergesst das nicht, aber ist auf dem Schaltplan auch eingezeichnet. Ich habe es halt nur einfach vergessen. Aber jetzt funktioniert das Ganze tadellos. Und
ich bin einfach happy über sowas. Sowas ist einfach geil. Ja, wer so einen Lenkstockhebel hier braucht, nur mit Blinker, der meldet sich einfach. Ich habe jetzt einen über. Und dieses wunderschöne Bedienteil hier, das schmeißen wir in die Tonne. Nein. Kleiner Spaß. Das bewahren wir natürlich auf, beziehungsweise wenn das jemand von euch braucht, weil es kaputt ist bei demjenigen oder so, dann sagt ihr einfach Bescheid. Ich brauch's jetzt halt nicht mehr. Also einfach Bescheid sagen. Und ich hoffe, ich konnte damit einigen weiterhelfen, weil ich doch gesehen habe, dass das Interesse an der Weco MS-50 sehr hoch war. Und ich denke, wenn das dann auch noch original aussieht, ist es einfach noch viel cooler. Und so sieht das Ganze jetzt schön aus, schick aus, kein großes Bedienelement mehr. Und ich möchte mich nochmal ganz gewaltig bei euch und speziell jetzt natürlich wieder bei dem Zuschauer bedanken, der das möglich gemacht hat, weil ohne diese Platine hätte ich das nicht möglich machen können. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür nochmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben und schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Falls ihr noch irgendwas wissen wollt, gerne in die Kommentare damit. Und wie gesagt, in die Infobox gucken, da ist nochmal alles beschrieben, schön detailliert. Und der Kontakt eben halt, damit ihr euch sowas auch besorgen könnt. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also haut rein!